In dem großen Gewebe der menschlichen Geschichte, durchzogen vom Aufstieg und Fall von Imperien, der Geburt und dem Tod von Zivilisationen, hat sich eine eigenartige Praxis ihren finsteren Faden durch die Zeitalter gewoben. Inzucht. Von den königlichen Häusern Europas bis zu den Pharaonen des alten Ägyptens, die Korridore der Macht haben mit dieser verstörenden Melodie Widergehallt. Aber was waren die Auswirkungen dieser Praxis und wie hat sie den Lauf der Geschichte geprägt? Betrachten Sie Karl II. Von Spanien, das unglückliche Produkt von Habsburger Inzucht, dessen Litanei von Gesundheitsproblemen und Unfruchtbarkeit zum Ende einer Dynastie im späten 17. Jahrhundert führte. Oder nehmen Sie die alten ägyptischen Pharaonen wie Tutanchamun, der das Ergebnis einer Bruder-Schwester-Verbindung war und von körperlichen Deformationen und Gesundheitsproblemen geplagt war. Aber warum, fragen Sie sich vielleicht, haben sich diese einflussreichen Figuren einer Praxis hingegeben, von der wir jetzt wissen, dass sie biologisch riskant ist? Die Antworten sind so komplex wie die genetischen Codes, die sie verwebt. Der Wunsch, reine Blutlinien zu bewahren, Macht zu konzentrieren, Allianzen zu kontrollieren. Die Gründe waren zahlreich und mit dem sozialen und politischen Stoff der Zeit verflochten. Dennoch, wie Charles Darwin weise beobachtet hat, in der langen Geschichte der Menschheit und der Tierwelt auch, haben diejenigen überlebt, die am effektivsten zusammenarbeiten und improvisieren konnten. Es scheint, dass Inzucht, obwohl sie die Macht kurzfristig konsolidiert, ein riskantes Spiel gegen die Naturinsistenz auf Vielfalt war. Begleiten Sie uns, während wir die schattigen Pfade der Inzucht durch die Geschichte betreten, die tragischen Geschichten ausgraben und die weitreichenden Folgen dieser umstrittenen Praxis untersuchen. Willkommen im Tagebuch von Julius Caesar. Echos durch die Zeit. Der komplexe Tanz der Inzucht. Inzucht, im Grunde genommen, beinhaltet die Vereinigung von Individuen, die durch Abstammung eng miteinander verbunden sind. Eine Praxis, die in der Geschichte häufiger vorkam, als man sich vorstellen könnte. Diese Vereinigungen wurden oft von Gesellschaften und Kulturen auf der ganzen Welt organisiert, von abgelegenen Inseln bis hin zu großen Königreichen. Aber warum, so könnte man fragen, war eine solche Praxis vorherrschend? Die Motive waren so vielfältig wie die Kulturen selbst. Alte Gesellschaften glaubten zum Beispiel daran, ihren gesellschaftlichen Stoff zu bewahren, indem sie Blutlinien innerhalb ihrer eigenen Verwandtschaft beibehielten. Es war ein gut durchdachter Zug, ein Versuch, ihr Erbe, ihren Status und manchmal auch ihren Reichtum zu schützen. Die Könige von Ägypten, berühmt für ihre majestätischen Pyramiden und kryptischen Hieroglyphen, waren auch für ihre Heiratstraditionen bekannt, bei denen Geschwister Ehebünde eingingen, um die Reinheit ihrer königlichen Linie zu bewahren. In der Tat hallen die Echos von Pharao Echnaton und Königin Nofretetes Verbindung noch immer durch die Korridore der Geschichte. Ihre Geschichte, voller Macht und Leidenschaft, war auch eine emblematische Darstellung der gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit. Durch die Bewahrung ihrer Blutlinie wollten sie verhindern, dass das königliche Zepter in die Hände der Unerwürdigen fällt. Die Vorstellung von Inzucht war jedoch nicht auf die Ufer des Nils beschränkt. Sie überquerte Ozeane und Kontinente und fand ihren Weg in die königlichen Höfe Europas. Das Haus Habsburg, ein Name, der in den Seiten der europäischen Geschichte Respekt gebietet, war bekannt für ähnliche Praktiken. Der berüchtigte Habsburger Kinn, ein ausgeprägtes körperliches Merkmal, war ein Zeugnis für ihre familiären Verbindungen. Es ist wichtig anzuerkennen, dass diese Praktiken nicht ohne Konsequenzen waren. Das Verflechten enger Blutlinien erhöhte die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Eigenschaften und Leiden, ein Preis, der für die Bewahrung von Macht und Status gezahlt wurde. Das gleiche Habsburger Kinn wurde zu einem Zeichen für die Gesundheitsprobleme, die die Linie plagten, was zu ihrem schließlichen Untergang führte. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung war die Praxis nicht auf königliche oder edle Blutlinien beschränkt. Inzucht wurde auch in isolierten Gemeinschaften gefunden, verborgen vor den neugierigen Augen der Welt. Hier waren die Motive oft anders: Mangel an geeigneten Partnern, geografische Isolation oder gesellschaftliche Normen. Die abgelegenen Gemeinschaften auf den Inseln von Tristan da Cunha sind ein hervorragendes Beispiel für solche Vorkommnisse. Geflüster aus den Sanden der Zeit. Der pharaonische Tanz der Blutlinien. Während wir uns durch die wechselnden Sande der Zeit bewegen, fühlen wir uns zum Land des Nil hingezogen,
einer Wiege der antiken Zivilisation, die den Lauf der Geschichte prägte. Die Großartigkeit der Pharaonen von Ägypten, ihre rätselhaften Praktiken und ihr faszinierendes Erbe bleiben in den Sanden dieser zeitlosen Landschaft eingraviert. Unter diesen Praktiken ist eine, die sich in das Gewebe ihrer Erzählung eingewoben hat, die Tradition der Inzucht. Die Wurzeln dieser Praxis reichen zurück bis zu den Anfängen der ägyptischen Dynastieherrschaft um das Jahr 3100 vor Christus mit der Herrschaft von Narma, der oft als der Vereiniger Ägyptens gepriesen wird. Dieser Trend, die Reinheit der Blutlinie zu bewahren, erreichte jedoch seinen Höhepunkt während der ptolemäischen Dynastie, einer Periode, die sich von 305 vor Christus bis 30 vor Christus erstreckte. Im Herzen dieser Dynastie finden wir die Geschichte von Ptolemaios II. Philadelphus, einem Pharao, dessen Ehe mit seiner vollen Schwester Arsinoe II. Sowohl Faszination als auch Kontroverse hervorrief. Die ptolemäischen Pharaonen rechtfertigten diese Verbindungen oft, indem sie sich mit den göttlichen Geschwistern Isis und Osiris assoziierten und fügten so ihren irdischen Taten eine Note göttlicher Sanktion hinzu. Die Geschichte von Kleopatra VII., der letzten aktiven Herrscherin des ptolemäischen Königreichs, ist ein weiteres fesselndes Kapitel in dieser Sage. Bekannt für ihre Intelligenz und ihr Charisma, war Kleopatra ein Produkt von Generationen von familiären Verbindungen. Sie selbst heiratete zwei ihrer jüngeren Brüder, wie es Brauch war, und hielt die Tradition ihrer Vorfahren aufrecht. Die Praxis war nicht nur eine Frage der Tradition oder eine Demonstration von Macht, es gab auch politische Untertöne. Durch die Heirat innerhalb der Familie stellten die Pharaonen die Konsolidierung von Macht und Reichtum sicher, sie eliminierten potenzielle Bedrohungen durch ehrgeizige Außenseiter. Das königliche Blut blieb innerhalb des königlichen Haushalts und das Zepter der Macht wurde sicher an die Linie der Nachfolge weitergegeben. Diese Praxis war jedoch nicht ohne ihre Schattenseiten. Das Verflechten eng verwandter Blutlinien hatte seine Konsequenzen, die oft in Form von Gesundheitskomplikationen zum Vorschein kamen. König Tutanchamun, oft als König Tut bezeichnet, der junge König, der im zarten Alter von 9 Jahren den Thron bestieg, ist ein bewegendes Beispiel. Neuere Studien an seiner Mumie zeigen das Vorhandensein von mehreren Krankheiten, darunter ein Klumpfuß und Malaria, die mit dem Erbe der Inzucht in seiner Linie in Verbindung gebracht werden. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass dies nicht nur eine Praxis war, die auf die königlichen Paläste beschränkt war. Die gesellschaftlichen Normen der Zeit sahen auch bei den Gemeinen die Heirat nahe Verwandter, oft getrieben durch die begrenzte Auswahl an Partnern in ihren kleinen landwirtschaftlichen Gemeinschaften. Das Habsburger Labyrinth, die Konsequenzen der Machterhaltung. Wenn sich der Vorhang auf der großen Bühne der europäischen Geschichte hebt, finden wir uns eingehüllt in die fesselnde Erzählung des Hauses Habsburg, einer Dynastie, die eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Konturen des Kontinents spielte. Die Habsburger Dynastie, deren Ursprünge bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgt werden können, breitete ihre Flügel über Europa aus und regierte über Gebiete, die von der Iberischen Halbinsel bis zu den Ländern Österreich und Ungarn reichten. Das Ziel war klar, die Macht innerhalb der Familie zu halten und sicherzustellen, dass die Fackel der Autorität über Generationen hinweg ohne äußere Einflüsse weitergegeben wurde. Eine der prominentesten Figuren, die aus dieser Linie hervorging, war Karl II. Von Spanien, dessen Herrschaft von 1665 bis 1700 den Höhepunkt der Habsburger Macht markierte. Karl II., liebevoll bekannt als El Hechizado oder der Verzauberte, war das Produkt von Generationen von familiären Verbindungen. Seine Mutter, Mariana von Österreich, und sein Vater, Philipp IV. Von Spanien, waren Onkel und Nichte, eine Verbindung, die die Tiefe der Inzucht innerhalb der Dynastie symbolisierte. Die Erhaltung der Macht hatte jedoch ihren Preis. Die wiederholten familiären Verbindungen führten zum Aufstieg des berüchtigten Habsburger Kiefers, einer physischen Eigenschaft, die sich durch einen verlängerten Unterkiefer und eine vorstehende Unterlippe auszeichnete. Karl II., das Paradebeispiel für Habsburger Inzucht, zeigte dieses Merkmal neben anderen gesundheitlichen Problemen. Geplagt von körperlichen Gebrechen und geistiger Instabilität, war seine Herrschaft voller Herausforderungen und er bleibt eine bewegende Erinnerung an die Folgen der Inzucht. Der Habsburger Kiefer, obwohl eine grelle physische Manifestation,
war nicht die einzige Folge dieses komplexen Tanzes der Blutlinien. Die Dynastie stand vor einem erhöhten Risiko von Totgeburten und Säuglingssterblichkeit, ein Schatten, der über ihren großen Palästen schwebte. Der Mangel an lebensfähigen Erben wurde zu einem dringenden Problem, das drohte, die Fackel zu löschen, die sie so eifrig zu bewahren versuchten. Vielleicht das folgenschwerste Ergebnis war die Unfähigkeit von Karl II., einen Erben zu zeugen, trotz zwei Ehen. Seine gesundheitlichen Probleme, die auf Generationen von Inzucht zurückzuführen sind, verhinderten die Fortsetzung der Habsburger Linie in Spanien. Nach seinem Tod im Jahr 1700 öffnete sich eine Lücke, die zum spanischen Erbfolgekrieg führte, als die europäischen Mächte sich bemühten, den vakanten Thron zu beanspruchen. Der Löwe und das Einhorn. Verwickelte Blutlinien der britischen Monarchie. Die Geschichte der britischen Monarchie gleicht einem großen Wandteppich, fein gewoben mit Fäden der Macht, Tradition und Blutsverwandtschaft. Obwohl nicht so berüchtigt wie die Pharaonen von Ägypten oder die Habsburger wegen Inzucht, hat die britische königliche Abstammung ihren Anteil an eng verflochtenen Familienverbindungen, die ihren Verlauf prägten. Die Tradition, innerhalb enger Blutsverwandter zu heiraten, hat ihre Wurzeln im Mittelalter, als die Konsolidierung der Macht und die Erhaltung von Allianzen von größter Bedeutung waren. Eine solche bemerkenswerte Figur war König Edward III., der von 1327 bis zu seinem Tod im Jahr 1377 regierte. Seine Ehe mit Philippa von Hainaut, seiner zweiten Cousine, führte zu einer Abstammungslinie, die den Verlauf der britischen Geschichte erheblich beeinflussen sollte. Dieses Netzwerk von miteinander verbundenen königlichen Blutlinien gipfelte in der Herrschaft von Königin Victoria, oft als die Großmutter Europas bezeichnet. Ihre Herrschaft, die sich von 1837 bis 1901 erstreckte, sah ihre Kinder in verschiedene europäische Königshäuser einheiraten und schuf so ein Netzwerk von Beziehungen, das den ganzen Kontinent umspannte. Königin Victoria selbst heiratete ihren ersten Cousin, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, eine Verbindung, die 9 Kinder hervorbrachte. Die Praxis der Eheschließung innerhalb enger Verwandter war jedoch nicht ohne Folgen. Hämophilie, eine Blutgerinnungsstörung, fand ihren Weg in die königliche Abstammungslinie und wird vermutet, von Königin Victoria selbst eingeführt worden zu sein. Einer ihrer Söhne, Leopold, Herzog von Albany, erbte diesen Zustand, was zu einem Leben voller gesundheitlicher Komplikationen führte. Die königliche Krankheit, wie sie oft genannt wurde, wurde zu einem bewegenden Symbol für die Gefahren der königlichen Inzucht. Diese genetische Störung verbreitete sich durch Victorias Töchter, die Trägerinnen des Gens waren, zu verschiedenen europäischen Königshäusern. Als wir weiter ins 20. Jahrhundert vordringen, sehen wir eine Veränderung in den Ehepraktiken der britischen Monarchie. Die Tradition der Heirat innerhalb enger Blutsverwandter begann zu verblassen, was die sich ändernden sozialen Normen und das Verständnis von Genetik widerspiegelt. Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, und Königin Elizabeth II. Sind dritte Cousins, beide Ururenkelkinder von Königin Victoria. Seit ihrer Vereinigung hat jedoch keine andere enge familiäre Heirat mehr in der britischen Königsfamilie stattgefunden. Das rätselhafte Puzzle der Vererbung. Die unsichtbare Hand der Inzucht. Das komplexe Geflecht der menschlichen Genetik ist ein Wunder der Natur. Jeder Faden webt ein komplexes und einzigartiges Muster, das die Geschichte unserer Vorfahren erzählt. Wenn jedoch diese Fäden zu eng geknüpft sind, wird das Gewebe unseres genetischen Erbes mit Herausforderungen beladen. Inzucht, ein Phänomen, das in verschiedenen Gesellschaften im Laufe der Geschichte beobachtet wurde, hat ihren unauslöschlichen Stempel auf die Menschheit gedrückt und sich in zahlreichen genetischen und gesundheitlichen Folgen gezeigt. Die Geschichte des Einflusses der Inzucht auf die menschliche Genetik reicht zurück bis zu den alten Zivilisationen, in denen familiäre Vereinigungen orchestriert wurden, um Macht und Reichtum in engen Kreisen zu bewahren. Die Folgen solcher Vereinigungen waren jedoch oft verschleiert und wurden erst durch den Marsch des wissenschaftlichen Fortschritts enthüllt. Die Studie der Genetik, ein relativ junges Forschungsgebiet, hat die Geheimnisse der Auswirkungen der Inzucht auf die menschliche Gesundheit entwirrt. Gregor Mendel, der Vater der modernen Genetik, legte Mitte des 19. Jahrhunderts durch seine bahnbrechende Arbeit an Erbsenpflanzen den Grundstein für das Verständnis der Vererbung.
Mendels Vererbungsgesetze lieferten wertvolle Einblicke in die Welt der Genetik und beleuchteten die potenziellen Risiken der Inzucht. Inzucht reduziert die genetische Vielfalt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, unerwünschte Merkmale zu erben und verstärkt das Risiko für erbliche Krankheiten. Diese Bedingungen, oft rezessiv, treten häufiger auf, wenn eng verwandte Individuen sich fortpflanzen. In der jüngeren Geschichte hat die wissenschaftliche Gemeinschaft große Fortschritte bei dem Verständnis der genetischen Implikationen der Inzucht gemacht. Eine bemerkenswerte Figur in diesem Bereich ist der britische Statistiker und Genetiker Sir Ronald Aylmer Fisher, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Konzept des Inzuchtkoeffizienten entwickelte. Dieses Maß quantifiziert die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Allele an einem gegebenen Lokus identisch nach Abstammung sind und hilft uns, die mit Inzucht verbundenen Risiken zu bewerten. Die Folgen der Inzucht beschränken sich nicht auf die Seiten der Geschichtsbücher. Heute praktizieren noch viele isolierte Gemeinschaften weltweit verwandte Ehen, was zu einem erhöhten Auftreten von genetischen Störungen führt. Ein solches Beispiel ist die Insel Pingelap in Mikronesien, wo ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung aufgrund der Isolation der Insel und des begrenzten Genpools an einer seltenen genetischen Erkrankung namens Achromatopsie oder totale Farbenblindheit leidet. Mit der Einführung der genetischen Beratung und des Screenings wurde ein Hoffnungsschimmer geboten, um die Risiken, die mit der Inzucht verbunden sind, zu mindern. Pioniere wie Sheldon Reed, der in den 40er Jahren den Begriff genetische Beratung prägte, haben den Weg für ein besseres Verständnis des Zusammenspiels zwischen Genetik und Fortpflanzung geebnet und Menschen befähigt, informierte Entscheidungen über ihre Familienplanung zu treffen. Der wilde Tanz der Gene. Inzucht im Tierreich. Im weiten und vielfältigen Panorama der Natur spielt Inzucht eine faszinierende Paradoxie aus. Während menschliche Gesellschaften seit langem ihre Gefahren erkannt haben, praktizieren viele Tierarten routinemäßig Inzucht als normalen Teil ihrer Überlebensstrategie. Diese Reise führt uns zurück in das frühe 19. Jahrhundert, als das Verständnis von Inzucht in der Natur gerade erst begann, sich zu entfalten. Charles Darwin, der renommierte Naturforscher, war der Erste, der die Auswirkungen der Inzucht bei Pflanzen und Tieren beobachtete. Darwins Experimente mit der Selbstbefruchtung von Pflanzen ließen ihn glauben, dass Ehen zwischen nahen Verwandten zu verminderter Vitalität und Fruchtbarkeit führen könnten. Die Komplexität der Inzucht wird noch deutlicher, wenn wir in die Welt der bedrohten Tiere eintauchen. Das Schicksal des Florida Panthers, einer majestätischen Kreatur, die am Rande des Aussterbens steht, bietet einen Einblick in den komplexen Tanz der Genetik. In den 90er Jahren streiften nur noch einige Dutzend dieser Panther durch die Wildnis Floridas. Mit einer so kleinen Population wurde Inzucht unvermeidlich. Das Ergebnis war eine Reihe von genetischen Problemen, wie Herzfehler und verknotete Schwänze, die das Überleben der Art bedrohten. Die Natur hat jedoch in ihrer unendlichen Weisheit eine Art, die Waage auszugleichen. Im Jahr 1995 führten Wildbiologen in einem kühnen Naturschutzschritt 8 weibliche Texas-Pumas in den Lebensraum des Florida-Panthers ein. Diese Infusion von frischem genetischem Material oder genetische Rettung führte zu einem signifikanten Anstieg der Pantherpopulation und zeigte das Potenzial proaktiver Interventionen im Angesicht der Inzucht auf. Wenn wir über den Globus wandern, treffen wir auf ein weiteres Beispiel auf den Galapagos-Inseln, einem Ort, der für seine einzigartige Artenvielfalt bekannt ist. Hier bietet die Population der Galapagos-Habichte, isoliert durch die Weite des Pazifischen Ozeans, eine Lektion in Inzucht. Studien, die von Patricia Parker, einer bekannten Ornithologin, geleitet wurden, entdeckten, dass diese Habichte seit Generationen inzüchtig waren, ohne offensichtlichen Schaden. Tatsächlich scheinen sie Mechanismen entwickelt zu haben, um schädliche Allele auszuscheiden, was die faszinierende Anpassungsfähigkeit der Natur unterstreicht. Im Reich der Winzigen bietet die Welt der Insekten eine andere Perspektive. Viele Insektenarten, einschließlich Ameisen und Bienen, vermehren sich durch eine Methode namens Haplodiploidie. In diesem System entwickeln sich Männchen aus unbefruchteten Eiern und sind haploid, sie tragen nur ein einzelnes Chromosomensatz von ihren Müttern. Dieses eigenartige Fortpflanzungssystem führt zu hochverwandten Schwestern, einer Form der Inzucht,
die zu den hochkooperativen Gesellschaften beiträgt, die bei diesen Arten beobachtet werden. Stille Echos. Die genetischen Wellen in isolierten menschlichen Gemeinschaften. In den isolierten Taschen der Welt, in denen menschliche Gemeinschaften in Abgeschiedenheit gedeihen, entfaltet sich eine einzigartige Erzählung von Genetik und Erbe. Die Geschichte der Inzucht in solchen Gemeinschaften, die in Tradition und Notwendigkeit verwurzelt ist, liefert auch entscheidende Erkenntnisse über das Spiel der Chromosomen und die Auswirkungen dieses intimen genetischen Balletts. Um dies zu verstehen, müssen wir in das 18. Jahrhundert zurückreisen, in die abgelegene und raue Landschaft von Tristan da Cunha, einer Insel im Südatlantik. Ihre Entdeckung durch den portugiesischen Entdecker Tristão da Cunha im Jahr 1506 markierte den Beginn ihrer faszinierenden Geschichte. Es war jedoch nicht vor 1816, dass die britische Marine die Insel offiziell besiedelte, um die französische Nutzung während der Napoleonischen Kriege zu verhindern. Mit der Zeit wuchs die Bevölkerung der Insel, blieb aber weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten, was zu einer eng verbundenen Gemeinschaft mit begrenzter genetischer Vielfalt führte. Über Generationen hinweg ist die Bevölkerung von Tristan da Cunha, die heute etwa 250 beträgt, ein lebendiges Zeugnis für die Auswirkungen der Inzucht in isolierten Gemeinschaften geworden. Die Inselbewohner, die durch geografische Zwänge und historische Umstände gebunden sind, haben mit dem Gespenst bestimmter erblicher Erkrankungen wie der Retinitis pigmentosa, einer Art von fortschreitendem Sehverlust, gelebt. Die Inselgemeinschaft, obwohl lebhaft und hartnäckig, kämpft weiterhin mit den Folgen eines begrenzten Genpools, was den tiefgreifenden Einfluss der Inzucht in solchen isolierten Gemeinschaften verdeutlicht. Doch es ist nicht nur geografische Isolation, die zur Inzucht führen kann. Eine andere Form der Isolation, die kulturelle Isolation, kann ähnliche Auswirkungen haben. Die Geschichte der fundamentalistischen Kirche, Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, einer religiösen Gruppe in Nordamerika, liefert ein drastisches Beispiel dafür. Die FLDS, die Polygamie praktiziert und große Familien schätzt, ist aufgrund ihrer Überzeugungen weitgehend von der Mainstream-Gesellschaft isoliert. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts steuerten Führer wie Warren Jeffs die FLDS weiter in die Abgeschiedenheit, was dazu führte, dass ein bedeutender Teil der Gemeinschaft ihre Abstammung auf eine Handvoll Vorfahren zurückführen konnte. Dies führte zu einer höheren Inzidenz seltener genetischer Störungen, wie zum Beispiel Fumarasemangel, eine schwere neurologische Erkrankung. Trotz der Herausforderungen bleibt die Gemeinschaft eng verbunden und zeigt Widerstandsfähigkeit im Angesicht der Widrigkeiten. Ihre Geschichte unterstreicht das komplexe Zusammenspiel von Kultur, Genetik und Inzucht. Die genetischen Wächter. Moderne Werkzeuge, die uns vor Inzucht schützen. Als der Vorhang des 21. Jahrhunderts sich hob, begann eine neue Ära des genetischen Verständnisses. Diese Periode, oft als das genomische Zeitalter gepriesen, hat uns mit mächtigen Werkzeugen ausgestattet, um die labyrinthartigen Korridore unserer DNA zu durchschreiten und uns mit den Mitteln ausgestattet, die Fallstricke der Inzucht zu vermeiden. Man denke an den denkwürdigen Anlass im Jahr 2003, als das Human Genome Project abgeschlossen wurde, ein internationales Unterfangen, das das gesamte menschliche Genom sequenzierte. Dieser bahnbrechende Erfolg war vergleichbar mit der Erstellung einer detaillierten Karte unserer genetischen Blaupause. Es gab uns die Fähigkeit, potenzielle genetische Krankheiten genau zu lokalisieren und ebnete den Weg für personalisierte Medizin, was unseren Ansatz zur Gesundheit und Krankheit für immer veränderte. Dieses neu entdeckte genetische Wissen hat sich als unschätzbar erwiesen, um die Folgen der Inzucht zu verhindern. Insbesondere haben sich genetische Tests und Beratung als Schlüsselwerkzeuge herausgestellt. Genetische Tests, ein Prozess, der die DNA einer Person auf Veränderungen oder Mutationen analysiert, bieten ein Fenster in die genetische Zusammensetzung eines Menschen und ermöglichen es uns, negative Gesundheitsergebnisse vorherzusagen und zu verhindern. Bemerkenswerterweise kann es Träger rezessiver Gene identifizieren, die, wenn sie durch Inzucht gepaart werden, zu ernsthaften Gesundheitsproblemen bei ihren Nachkommen führen könnten. Ein eindrucksvolles Beispiel für genetische Tests in Aktion ist das DOR-Yeshurim-Programm, das in den frühen 80er Jahren von Rabbi Joseph Eckstein in Brooklyn, New York gegründet wurde. Nachdem er vier Kinder an Tay-Sachs-Krankheit verloren hatte,
eine seltene und tödliche genetische Störung, die bei aschkenasischen Juden häufig ist, wollte Eckstein ähnliche Tragödien in seiner Gemeinde verhindern. Durch vertrauliche genetische Untersuchungen und einen Matching-Service für potenzielle Paare hat das Programm die Häufigkeit von Tay-Sachs und anderen genetischen Krankheiten erheblich reduziert und zeigt die Macht der genetischen Tests, BAI, der Bekämpfung der Auswirkungen der Inzucht. Neben genetischen Tests spielt die genetische Beratung eine zentrale Rolle. Genetische Berater, vergleichbar mit Leuchttürmen, die Schiffe durch gefährliche Gewässer führen, helfen Einzelpersonen und Familien, die Auswirkungen genetischer Störungen zu verstehen und sich darauf einzustellen. Sie können das Risiko bewerten, dass ein Paar ein Kind mit einer genetischen Erkrankung hat, und Ratschläge geben, wie man diese Risiken handhaben kann. Einer der frühen Pioniere auf diesem Gebiet war Sheldon Reed, der den Begriff genetische Beratung in den 40er Jahren prägte. Reeds Arbeit am Dyett Institute for Human Genetics in Minneapolis legte den Grundstein für den Beruf. Seine Philosophie war, dass genetische Beratung den Menschen ermöglichen sollte, informierte Entscheidungen über ihre genetische Gesundheit zu treffen. Ein Prinzip, das noch heute im Zentrum des Berufs steht. Die Einführung dieser genetischen Werkzeuge ist nicht nur ein wissenschaftlicher Triumph, sondern auch ein Hoffnungsschimmer für diejenigen, die mit dem Gespenst der Inzucht zu kämpfen haben. Durch genetische Tests und Beratung haben wir einen mächtigen Schild gegen die potenziellen Widrigkeiten der Inzucht erhalten. Diese Werkzeuge erhellen die Schatten unserer genetischen Zusammensetzung und ermöglichen es uns, selbstbewusster durch den komplizierten Tanz der Vererbung zu schreiten. Die Gesetze, die Landschaft der Inzucht prägen. Während wir das Labyrinth menschlicher Beziehungen durchqueren, finden wir uns oft von einer Vielzahl unsichtbarer Fäden gebunden. Einer dieser Fäden ist das Gesetz, ein komplexes Gewebe, gewebt mit den Fasern gesellschaftlicher Normen, Ethik und den Prinzipien von Gesundheit und Wohlbefinden. Es ist in diesem Gewebe, dass die Regeln und Vorschriften in Bezug auf Inzucht fein verarbeitet sind. In vielen Teilen der Welt verbieten Gesetze, nahe Verwandte Ehebündnisse einzugehen, hauptsächlich aufgrund des Risikos negativer genetischer Ergebnisse. Die Vereinigten Staaten zum Beispiel haben ein komplexes Flickwerk von Gesetzen, das von Bundesstaat zu Bundesstaat variiert. In einigen Staaten, wie Rhode Island und New Jersey, ist die Ehe zwischen Cousinen ersten Grades zulässig, während andere, wie Texas und Arizona, sie streng verbieten. Dieses Flickwerk spiegelt eine andauernde Debatte über persönliche Freiheiten versus öffentliche Gesundheit wider. Ein starker Kontrast zu den Vereinigten Staaten findet sich in den Gesetzen Südkoreas. Bis 1997 hatte das Land ein altbewährtes Gesetz, bekannt als die Klausel des gleichen Nachnamens und der gleichen Herkunft. Es verbot die Ehe zwischen Personen mit dem gleichen Nachnamen und dem gleichen Herkunftsort, unabhängig von ihrem Verwandtschaftsgrad. Obwohl es ursprünglich zur Verhinderung von Inzucht konzipiert war, geriet das Gesetz schließlich aufgrund seiner restriktiven Natur unter Kritik und wurde nach viel gesellschaftlicher Debatte abgeschafft. Man kann dieses Thema nicht vertiefen, ohne den historischen Rechtsfall der Haldane-Schwestern in England zu erwähnen. Im Jahr 1935 fanden sich Helen Spurway, die Frau des berühmten Genetikers J.B.S. Haldane, und ihre Schwester Naomi Mitchison in einer merkwürdigen Situation wieder. Beide Frauen trugen ein Gen für eine Krankheit namens Nachtblindheit und wollten sicherstellen, dass sie es nicht an ihre Kinder weitergeben. Dies führte sie dazu, eine rechtliche Grenze zu testen, indem sie fragten, ob sie denselben Mann heiraten könnten, vorausgesetzt, er trug das Gen nicht. Der Fall, der von den Medien weit verbreitet wurde, löste eine tiefgehende Diskussion über Genetik, Inzucht und das Gesetz aus. Obwohl die Schwestern ihren Plan nie durchführten, diente der Fall als Katalysator für Gespräche über genetische Störungen und Vererbung. Überqueren wir den Atlantik, finden wir Brasilien, ein Land, das einen einzigartigen Ansatz zur Bekämpfung der Inzucht gewählt hat. In der isolierten Gemeinschaft von Canudos, wo eheähnliche Ehen üblich waren, führten Gesundheitsbeamte ein Programm namens Programa Saúde da Família oder Familiengesundheitsprogramm ein. Statt rechtlicher Maßnahmen nutzte das Programm die Aufklärung über genetische Risiken, um die Inzucht zu reduzieren. Bis 2005 wurde ein signifikanter Rückgang solcher Ehen beobachtet, was das Potenzial von Bildung als Alternative zu rechtlichen Einschränkungen aufzeigt.
Echos der Vergangenheit. Entwirren des Gewebes genetischer Störungen in Inzuchtpopulationen. Im mysteriösen Labyrinth der menschlichen Genetik sind im Laufe der Jahrhunderte bestimmte Muster aufgetaucht, die die Fäden unserer Vergangenheit mit den gesundheitlichen Ergebnissen von heute verknüpfen. In Populationen mit hohen Inzuchtstufen hat sich dieses Muster in einer erhöhten Prävalenz bestimmter genetischer Störungen manifestiert. Eine solche Störung ist die Mukoviszidose, die häufigste lebensbedrohliche genetische Krankheit bei Menschen europäischer Abstammung. Erstmals wurde sie im Jahr 1938 von Dr. Dorothy Anderson als einzigartige Krankheit identifiziert und man nimmt an, dass sie um 3000 vor Christus im fruchtbaren Halbmond entstanden ist. Man vermutet, dass Träger des Mukoviszidose-Gens während Cholera-Ausbrüchen einen Überlebensvorteil hatten, weil sie weniger wahrscheinlich lebenswichtige Körperflüssigkeiten verloren. In der heutigen Welt führt die Krankheit jedoch zu schweren Atemwegs- und Verdauungsproblemen. Im Nahen Osten erzählt eine andere genetische Störung, die Thalassämie, eine ähnliche Geschichte. Die Thalassämie, die sich durch die Produktion von abnormalen Hämoglobin auszeichnet, war einst eine Überlebenseigenschaft gegen Malaria, ähnlich wie die Sichelzellenanämie in Afrika. Heute ist die Thalassämie in Abwesenheit von Malaria eine Belastung geworden. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass sie seit Jahrhunderten in der Region weit verbreitet ist. Ein alter griechischer Text von Hippokrates beschreibt eine Bedingung, die der Thalassämie auffallend ähnlich ist und die tiefen historischen Wurzeln der Krankheit hervorhebt. Die Isolation von Inselgemeinschaften hat auch zur Verbreitung einzigartiger genetischer Störungen geführt. Auf der Insel Pingelap im Pazifischen Ozean leidet ein bedeutender Prozentsatz der Bevölkerung an einer Erkrankung, die als vollständige Achromatopsie bekannt ist und zu totaler Farbenblindheit führt. Diese Erkrankung kann auf einen Taifun im Jahr 1775 zurückgeführt werden, der nur 20 Überlebende zurückließ, von denen einer Träger des Achromatopsie-Gens war. Als die Bevölkerung der Insel aus diesen Überlebenden wuchs, wurde das Gen weit verbreitet. Obwohl diese Zustände erhebliche Herausforderungen darstellen, hat die moderne Wissenschaft Hoffnung gebracht. Mit der Einführung der Gentherapie, einer Technik, die genetisches Material einführt, entfernt oder verändert, haben sich neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. Im Jahr 2017 hat die FDA die erste Gentherapie für eine genetische Krankheit zugelassen, eine Form von erblicher Blindheit. Die Arbeit von Pionieren wie Dr. James Wilson und Dr. Jean Bennett hat einen Weg zur Behandlung anderer genetischer Erkrankungen beleuchtet und Gentherapien für Mukoviszidose und Thalassämie befinden sich derzeit in klinischen Studien. Es wurden auch Präventionsstrategien entwickelt, wie die präimplantationsgenetische Diagnostik. Bei dieser Technik werden Embryonen, die durch In-vitro-Fertilisation entstanden sind, vor der Implantation auf genetische Störungen getestet. Sie bietet Familien, die Gefahr laufen, eine genetische Störung weiterzugeben, die Möglichkeit, ein Kind ohne diese Störung zu bekommen. Der zarte Tanz der Vielfalt. Inzuchtherausforderungen in Zoos und Naturschutzprogrammen. In den weitläufigen Landschaften von Zoos und der sorgfältigen Planung von Naturschutzprogrammen liegt ein komplizierter, oft unterbewerteter Tanz. Das sorgfältige Management von Zuchtpraktiken zur Eindämmung der Inzucht und zur Förderung der genetischen Vielfalt unter eng verwandten Tierarten. Eines der bemerkenswertesten Beispiele geht zurück auf das Jahr 1981, als die amerikanische Vereinigung der Zoos und Aquarien den Species Survival Plan ins Leben rief. Der Plan entstand als Reaktion auf die rapide abnehmende Population von Flachlandgorillas. Im Rahmen des SSP wurde ein sorgfältiges Zuchtprogramm implementiert, das einzelne Gorillas aufgrund ihrer genetischen Zusammensetzung paarte, mit dem Ziel, die genetische Variabilität innerhalb der Population zu gewährleisten. Das Programm, eine Mischung aus Wissenschaft und sorgfältiger Beobachtung, wurde seitdem für verschiedene andere Arten repliziert und unterstreicht die kritische Rolle, die diese Institutionen beim Artenschutz spielen. Obwohl das SSP Erfolg hatte, sind die Herausforderungen, denen sich Zoos und Naturschutzprogramme gegenübersehen, vielfältig. Ein eindrucksvolles Beispiel findet sich in der Geschichte des Florida Panthers. Mitte der 1990er Jahre war die Population der Florida Panther
auf nur 20 bis 30 Individuen gesunken und Anzeichen von Inzucht waren alarmierend offensichtlich. Die Panther litten unter Herzfehlern, gekrümmten Schwänzen und niedriger Spermienzahl, was ein düsteres Bild für ihr Überleben zeichnete. In einem beispiellosen Schritt wurden 1995 8 weibliche Pumas aus Texas in den Lebensraum von Florida eingeführt. Das Ergebnis war eine Belebung der Pantherpopulation und unterstrich die Auswirkungen einer externen genetischen Beitrag. Naturschutzprogramme weltweit haben ähnliche Strategien verfolgt. An den vulkanischen Hängen der Galapagos-Inseln hat die von dem Galapagos-Nationalpark und der Galapagos Conservancy geleitete Initiative zur Wiederherstellung der Riesenschildkröten mit dem Problem der Inzucht zu kämpfen. Sie haben ein genetisches Matchmaking-Programm entwickelt, das im Wesentlichen eine Abstammungslinie mit vielfältigen genetischen Hintergründen schafft, um die Zukunft der Art zu sichern. Doch in den Worten des berühmten Naturschützers Gerald Durrell: Das Retten einer Art ist eine langfristige Angelegenheit. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, die Inzucht zu managen, sondern auch darin, das Überleben dieser Arten in ihren natürlichen Lebensräumen zu gewährleisten. Dies war insbesondere im Fall des kalifornischen Kondors offensichtlich. Trotz erfolgreicher Zuchtprogramme in Gefangenschaft, die ihre Zahlen erhöht haben, stellt die Wiedereinführung dieser Vögel in die Wildnis eine ganz neue Reihe von Herausforderungen dar, einschließlich des Verlusts von Lebensräumen und der Bleivergiftung. Verflochtene Blutlinien, Darstellungen von Inzucht in der Welt der Fiktion und Medien. Von den Federn der Geschichtenerzähler bis zu den Linsen der Filmemacher hat das Thema Inzucht eine merkwürdige Nische in der Welt der Fiktion und Medien gefunden. Eine der eindrucksvollsten Darstellungen dieses Themas kann auf das Land Westeros in George R.R. Martins Game of Thrones zurückverfolgt werden. Lesern 1996 vorgestellt und später in eine HBO-Fernsehserie im Jahr 2011 adaptiert, dient die Familie Lannister als eine faszinierende Studie aristokratischer Inzucht. Cersei und Jaime Lannister, Zwillinge, die in eine der mächtigsten Familien der Sieben Königreiche hineingeboren wurden, unterhalten seit ihrer Jugend eine heimliche Beziehung. Diese komplexe Beziehung, die gesellschaftliche Normen herausfordert, führt zur Geburt von 3 Kindern, die alle irgendwann die Krone tragen und so ihre Linie weiterführen. Ihre Geschichte ist ein komplexes Geflecht aus Macht, Abstammung und einem tief verwurzelten Glauben an die Reinheit ihrer Blutlinie. Martins Darstellung der Lannister-Zwillinge bietet eine nuancierte Untersuchung, wie Inzucht, obwohl als Tabu betrachtet, aus einem verzerrten Verständnis von familiärer Liebe und Pflicht entstehen kann. Übergehen wir von der Welt der Fantasie und betreten die Linie der Geschichte durch die Linse der Medien. The Crown, eine Netflix-Originalserie, die im Jahr 2016 debütierte, bietet eine komplexe Darstellung der britischen Königsfamilie und berührt gelegentlich das Thema der Heirat innerhalb der königlichen Häuser. Ein historisches Drama, das in die Herrschaft von Königin Elisabeth II. Eintaucht, unterstreicht es subtil die Implikationen der Aufrechterhaltung des blauen Blutes der Monarchie. Doch es ist in seiner nuancierten Darstellung der Beziehungen und Kämpfe innerhalb des königlichen Haushalts, dass die Serie subtil die Komplexitäten anspricht, die mit der Aufrechterhaltung einer königlichen Blutlinie verbunden sind. Eine weitere faszinierende Darstellung in den Medien ist der spanische Film »Die Namenlosen«, der im Jahr 1999 veröffentlicht wurde. Der Film dreht sich um eine Geheimgesellschaft, die sich der Inzucht hingibt, um eine neue, reine Linie zu schaffen. Diese Darstellung unterstreicht das unheimliche Potenzial der Inzucht, wenn fehlgeleitete Ideologien gesellschaftliche Normen diktieren. Die japanische Manga- und Anime-Serie Koikaze, die im Jahr 2001 veröffentlicht wurde, nimmt sich auch dieses heiklen Themas an. Die Erzählung dreht sich um eine romantische Beziehung zwischen einem Bruder und einer Schwester, die jahrelang getrennt waren und unwissentlich wieder vereint wurden. Die Serie scheut sich nicht vor den gesellschaftlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Bindung und bietet den Zuschauern eine Plattform, um gesellschaftliche Normen und familiäre Bindungen in Frage zu stellen. Wenn wir den Vorhang über diese faszinierende Reise durch das komplexe Geflecht der Inzucht und ihrer genetischen Implikationen schließen, erinnern wir uns an den zarten Tanz von Natur und Erziehung und die tiefgreifenden Weisen, wie unsere Geschichte von den Genen unserer Vorfahren geformt wurde.
In den weisen Worten des renommierten britischen Genetikers J.B.S. Haldane: Das Universum ist nicht nur seltsamer, als wir annehmen, sondern seltsamer, als wir annehmen können. Wie wir von der stillen Insel Pingelap bis zu den lebendigen Landschaften des Nahen Ostens gesehen haben, können die Eigenheiten unseres genetischen Erbes oft genauso überraschend sein, wie sie wirkungsvoll sind. Doch während wir am Rande einer neuen Ära stehen, einer Ära, die durch die raschen Fortschritte in der Genetikwissenschaft erleuchtet wird, bekommen wir ein potenzielles Werkzeugset an die Hand, um einige der alten Erzählungen umzuschreiben. Wir haben die Macht, nicht nur unsere Vergangenheit zu verstehen, sondern auch unsere Zukunft zu gestalten, um sicherzustellen, dass der Tanz weitergeht, aber mit einem Rhythmus, der die Melodien von Gesundheit und Wohlstand für alle singt. Bis zum nächsten Mal. Denken Sie daran, dass jeder DNA-Strang eine Geschichte erzählt. Und jede Geschichte ist ein Teil von uns. Umarmen Sie das Mysterium, die Schönheit und die Lektionen, die Sie bereithalten. Schließlich, wie Charles Darwin es ausdrückte, das Mysterium des Anfangs aller Dinge ist für uns unlösbar. Und ich für meinen Teil muss mich damit zufrieden geben, ein Agnostiker zu sein. Unsere Entdeckungsreise geht weiter.